Zunächst möchte ich festhalten, dass Deutschland einen sehr großen Beitrag leistet, um uns bei der Aufnahme der Flüchtlinge aus Syrien zu unterstützen. Es ist eine humanitäre Krise, deren Auswirkungen wir in Jordanien direkt zu spüren bekommen. Wie Herr Kauder ja auch schon gesagt hat, haben wir in Jordanien 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge. Allerdings leben nur 9% in Flüchtlingslagern. Der Rest ist auf Städte und Kommunen verteilt. Seit dem Beginn des Zustroms von Flüchtlingen haben wir es der internationalen Gemeinschaft immer wieder erklärt und viele Länder waren da auch durchaus verständnisvoll, dass wir Hilfe brauchen. Nicht nur für die Flüchtlingslager, sondern auch für die allgemeine staatliche Infrastruktur, insbesondere für die Kommunen, wo die Flüchtlinge untergebracht sind. Deutschland ist bereits sehr großzügig gewesen, indem sie bei der Vermittlung der Flüchtlingshilfe durch internationale Organisationen geholfen haben, aber auch bei der Organisation der Flüchtlingscamps. Zum Beispiel im Bereich Wasser und Sanitär hat Deutschland viel praktische Hilfe geleistet. Jetzt ist es an der Zeit zu schauen, inwieweit man die Kommunen unterstützen kann. Tut mir leid, dass ich jetzt so lange geredet habe und ich möchte schon gar nicht über deutsche oder gar europäische Innenpolitik sprechen, aber die deutsche Bereitschaft, 800.000 Flüchtlinge aufzunehmen, halten wir für sehr begrüßenswert. Wir sind der Meinung, geteilte Last ist halbe Last. Wir sind alle Teil der internationalen Gemeinschaft. Der syrische Konflikt ist keine regionale Angelegenheit, es ist ein Konflikt, der die ganze Welt betrifft. Wir tun, was wir können, Deutschland tut, was es kann, viele andere Länder tun es auch und zusammen schaffen wir das. We are doing our fair share, Germany is doing its fair share, other countries are doing their fair share. Together we can resolve this.